Und damit hallo und herzlich willkommen. Zu der Karl-Heinz und Uschi Show. Und dem Spiel Wahlheim. Oh Gott. Ja, was war nicht? Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich muss warnen, Steve. Oh, ich habe Haare im Mund, Leute. Also. Wartet. Karl-Heinz ist am Start. Jetzt geht's los. Ich kann noch normal reden. Meine verehrten Zuschauer, heute mit Karl-Heinz, dem südigen Süder, und seiner Uschi. Ja, hallo. Lieber im Mund als unter den Achseln. Oh, da hast du recht, Matze. So, pass auf. Wer ist denn schon alles am Start? Ihr seid schon am Eskalieren. Ja, Leute, was ist denn hier los? Ihr seid am Eskalieren. Ich eskaliere mit euch. Ja. Also, wer ist denn schon alles da? Das ist so geil. Wie soll ich mich mal konzentrieren? Es ist unmöglich. Gwen, juhu! Maria, danke schön für 26 Monate! Mega! Einen wunderschönen! Wie geht es dir? Matze, moin und Mahlzeit! Michael, guten Abend! Boba Flora, guten Abend! Biddychen, guten Abend! Raceface, hallo! Boba Flora, danke für 137 Bits! Dankeschön! Zähne! Mega! Einen wunderschönen! Fuchsgang, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Wenn ihr mal den tanzenden Wikinger sehen wollt, ja. Zeni, dankeschön für 5 Gifted-Subs. An Knobi, an Esco, an Freizeitserver, Allaway und Out. Und damit herzlich willkommen bei den Zockersuchtis. Milo! Dankeschön, Zeni. Der ist Kalonse. Geil. Matze, geil. Gwen, danke für ein Gifted-Sub an Fuchsgang. Und damit herzlich willkommen zurück bei den Zockersuchtis. Mega Dankeschön, Gwen. Dankeschön. Alexander, sonnige Grüße in die Pfalz. Mega. Kate, juhu. Wo sind die langen blonden Haare von Uschi? Ja, der war beim Friseur, Uschi. War beim Friseur. Ja, Mann. Karl-Heinz und Uschi, Zähli. Ja, Mann. Karl-Heinz und Uschi sind am Start. So! Ja, hallo! Alles hab ich. Uschi hat einen modischen Kurzhaarschnitt. Jetzt wird's krass. Your name! Guten Morgen! Soft Noise, hallo! Gut sehe ich aus. Ja, danke schön. Ich hab noch mal frisch meine Zöpfe geflochten. Oben rum und unten rum und jetzt sehe ich gut aus. Dankeschön, Alexander, für 222 Herzchenbits. Stammtisch. Ein Schnaps für Karl-Heinz. Geil. Wie soll man da noch ernst bleiben? Mal sehen, wie lange Karl-Heinz das durchhält. Ich auch, Kate. Ich auch. Oh, Zeni gibt Chicken Nuggets von seinem Abendessen ab. Ist einfach zu viel. Geil. Stammtisch, Zeni, geil. Oh Gott, ist mir warm. Zöpfe ohne rum, es ist wohl ewig 22 Uhr. Ja, können wir schon mal läuten, Puma Flora, können wir schon mal läuten. Jetzt geht's los. Es ist 22 Uhr. Ja, heute ist mir warm, Leute, heute ist mir warm.
Usus, juhu! Oben und unten rum. Geil. Danke, Karl-Heinz, es geht gut. Wie ist dein Empfinden? Mir geht's auch super gut. Ich habe meinen Bart gepflegt für heute. Und jetzt bin ich bereit für alle Schandtaten. Wirklich für alle? Wollt ihr mich noch mal in nah sehen, wie ich meine Zöpfe schmeiße? Die behaarten Arme fehlen, ja. Und Raceface, du siehst jetzt nicht meine behaarte Brusthaare, weil ich so einen schönen Bart habe. Aber mein Brusthaar ist auch geflochten. Trink mal was, ich hab Angst. Danke, Kate, für 10 Bits. Oh, Fuchsgang, danke schön. Getränke nach Wahl und belegte Brötchen und Salzgebäck. Danke schön, die Stammtischglocke wurde geläutet. Danke, Fuchsgang. Und ich habe Augen am Stuhl. Das ist übrigens, wir wollen ihn nennen, wir müssen ihn noch taufen, wir müssen ihn morgen taufen. Wir müssen unseren Stuhl morgen, er hat endlich Augen, Leute. Er wird eingeweiht. Wir müssen ihn taufen. Er muss noch einen Namen bekommen, unser Stuhl. Wird es Manfred sein, Jürgen oder Bernd? Wie cool ist das denn? Mega. Wenn Karl-Heinz in Pause geht, dann habt ihr immer jemanden, der euch anguckt. Oh, Gustav Usus. Oh, Gustav. 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 Sehr gut. Ja, Stuhl-TV. Geil. Zeigen, zeigen. Ja, oh, jetzt bin ich nicht mehr im Bild. Ho, ho, ho. Hildegard, Fridolin. Also mein Brusthaar-Torpet zeige ich erst, da muss noch viel passieren, dass ich meine Brust zeige, Leute. Danke, Jens, für 10 Gifted Subs an die Community. Was denn? Und damit ihr alle herzlich willkommen bei den Zockersuchtis. Mega! Dankeschön, Jens! Das ist der Zockerstuhl, ja. Der braucht aber einen Namen, Softice. Du weißt doch, wir müssen immer einen Namen haben für ihn. Aber Gustav finde ich schon gut. Ich glaube, es wird Gustav. Wir können aber auch noch mal abstimmen. AlphaGook, einen wunderschönen wünsche ich dir auch. Hallo! Ich liege heute noch unter dem Tisch, ich sag's euch. Ja, geil. Stulian Stulix. Stulexander, Stulens, Stule, Stulus Großus. Auch sehr geil. Auch sehr geil, Zähne. Der Stulian. Mega. Manfred. Alexander, vielen lieben Dank für ein Gifted Sub an Steffi und damit herzlich willkommen bei den Zockersuchtis. Mega! Dankeschön, Alexander. So, seid ihr bereit? Ich stoße jetzt noch mit euch an. Dauert aber 5 Minuten, bis ich meinen Mund gefunden habe. Also, wer hat denn schon alles was? Wer ist denn schon bereit? Ich mache mich mal wieder zurück, oder? Oder wollt ihr mich zum Anstoßen nochmal in groß sehen? Also, Pittichen ist schon bereit. Michael, Pumaflora, Matze, Gwen, Fuchsgang, Frank, Kate, Alpha-Gurke, Maria,
Jetzt wird's gut. Jetzt wird's gut. Das wird gut. Das wird. Su, wir sind noch gar. Wir haben noch gar nicht angefangen. Wir haben noch gar nicht angefangen hier. Su, auch Prost. So, jetzt. Du möchtest doch auch nur so schöne Haare haben wie Karl-Heinz. Softeis auch Prost. Ja, Mann, Usus auch. Warte. Achso, ich muss erstmal Klong machen. Und damit. Ich bin im falschen Film. Auf einen schönen Montag. Mit euch. Auf eine schöne Woche, ein schöner Wochenstart. Und ein schönes Walheim mit euch. Prost Stammtisch! Klong! Moment. Brüsterchen. Muss ich meinen Mund noch finden? Aha, jetzt ist es also Mund, ja. Doch noch nicht 22 Uhr. Zähni. So. Wollen wir jetzt seriös wieder sein? Karl-Heinz ist immer seriös. So. Was ihr hier seht, ist das, was wir offline gezimmert haben. Schick Frank mal eine Zockersuchti-Tasse. Stimmt. Frank hat noch keine Zockersuchti-Tasse. Er hat nur T-Shirts. Aber noch keine Zockersuchti-Tasse. Boomer Flora. Richtig. Ja, die 22-Uhr-Glocke wurde schon geläutet. Ja, richtig. Du darfst eskalieren, Zeni. Ja, ja. Wenn du jetzt ein Bier oder den Met durch den Strohhalm trinkst, kriege ich echt Angst. Also, wir haben offline ein bisschen umgebaut, wie ihr seht. Und zwar haben wir ein paar Sachen zusammengesammelt, unter anderem auch. Und wir haben uns jetzt endlich mal eine Küche gebaut. Und das ist die Küche mit zwei Fermentierern auch. Ja, ist wunderschön. Da haben wir noch nichts gemacht, da wird natürlich noch weitergebaut. Wir haben uns jetzt also erstmal auf den Teil hier konzentriert und der Frank hat das alles komplett neu gebaut. Wie ihr gerade seht, ist der Eingang jetzt auch endlich wieder schön. Und jetzt ist das unser Wohnbereich, wo wir hier sitzen können, wo hier unsere Geschichten stehen, die aber noch damit unten damit verbunden werden. Und hier kommt dann noch Tisch hin, hier ist unsere Gemütlichkeitsecke. Wir müssen auch noch, ob ich noch ein Feuer hier irgendwie hinbauen. Genau, oder? Diese Wandhalterung wollte ich mal gucken, ob man die bauen kann, weil die gibt, glaube ich, auch Gemütlichkeit. Ein Tisch, ein Humpe, alles, was man so bauen kann. Moin all dir, Hallöchen. Ja, ja. So, ach und, ihr verrückten Hühner, vielen, vielen lieben Dank an alle, die beim Hype Train mitgemacht haben für 17 Gifted Subs und 469 Bits. Vielen lieben Dank und ganz viel Spaß mit euren neuen Emotes. So. Was ist mit Frank? Was ist denn mit Frank? Frank ist verwirrt. Ist Frank einfach nur verwirrt? Nein. Uschi ist im Baufieber, Leute. So. Was wir heute machen werden. Ich bin einfach nur amazed von dir, Kalle. Ich bin mega amazed. Findest du schön Soft Eis? Oh, das ist schön. Deine, das ist deine Haare halt null klar. Aber nice. Na, ich finde auch, es ist sehr schön geworden. Er hat nochmal ein paar Verbesserungen gemacht. Dadurch haben wir ein bisschen Holz gespart. Und mit fast dem ganzen Holz, was wir noch hatten, hat er am Ende noch das gebaut. Also wir haben auch ein bisschen Holz eingespart dadurch. Ja, heute schaust du ja mal richtig gut aus. Danke all dir. Ja, ja, ja. Heute ist Karl-Heinz am Start. Ja, ja, ja. So. Ich bin voll. Also, was ich ganz viel gefarmt habe, ist hier Edelholz, wie ihr auch seht.
Und ansonsten, wie gesagt, wir waren sehr viel am Farmen gewesen, hier so ein bisschen, damit wir jetzt einfach mal was am Start haben. Kupfer, Zinn habe ich auch so ein bisschen eingeschmolzen und jetzt werden wir erstmal zusammen ein paar Sachen herstellen. Und dann gucken wir mal, oh, stopp. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir weiterhin Kupfer und Zinn natürlich farmen und Dingens herstellen, ne? Bronze. Weil Bronze ist natürlich unser Ding. Was wir jetzt auch als erstes noch herstellen müssen, ist dieser Streitkolben. Weil wir müssen damit natürlich trainieren. Ich zeig euch den mal. Wo ist er denn? Hier. Der bronzene Streitkolben. Mit diesem Streitkolben machen wir ja irgendwann auch den Boss. Also nicht den nächsten, sondern den übernächsten. Aber wir müssen ja jetzt schon mal damit üben. So. Und deswegen werden wir uns den als erstes schon mal herstellen. Gimli? Ja! Ja. Das ist mein Cousin, Daniel. Das ist mein Cousin vierten Grades. Mit dem war ich gestern erst wieder unterwegs. So. Dann gucken wir doch mal. Immer mal wieder hier Sachen produzieren. Ihr seht auch schon, wir haben ganz viel Kohle produziert. Hier, das kommt auch noch weg. Ah, nee, warte mal. Feuerstein kommt hier rein. So, was ich bauen wollte, ist nämlich, ach, ganz viel. Also, wir müssen natürlich nicht nur Kupfer und Zinn farmen, sondern ab und zu halt auch mal wieder in diese Dungeons gehen. Aber als erstes wollen wir natürlich Uschi retten in dem Dungeon, wo immer noch das Zeug liegt. Ich bin aber noch nicht sicher, ob wir wirklich schon bereit dazu sind. Oh mein so, Gott, so. Das habe ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Stimmt, da war ja was. Ja. War ja was. So, und dann gucken wir auch, ob wir den Kartografietisch schon bauen können. Das ist auch geil. Und dann hier so Gemütlichkeitsgeschichten, ne? Das wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn man ein bisschen. Können wir schon bauen tatsächlich. Ja, ich weiß, aber ne? Dass wir das Material da haben, meine ich. Als erstes bauen wir uns Kupfer. Was brauchen wir denn dafür? Ach, Bronze. Wo ist denn die ganze Bronze hin? Hast du Bronze ausgegeben? Ich wollte uns doch den Streitkolben bauen. Nicht, nee. Doch für die Fermentierer eventuell. Ich glaube, für die Fermentierer musste ich Bronze nehmen. Okay, dann machen wir nur nicht den Streitkolben. Kann das sein, oder? Alexander. Du meinst so ich als Karl-Heinz oder was? Geil. So. Oh, was mache ich denn jetzt als erstes, Leute? Wollen wir uns erstmal gemütlich einrichten? Gucken, dass wir den Wandleuchter und so bauen. Auf jeden Fall ein Plan, ja. Weil das ist ja auch nicht schlecht, ne? Stein, Kupfer. Dann können wir wieder ein. Kupfer brauchen wir, ne? Kupfer brauchen wir. Harz und Holz. Zwei Holz. Wollen wir nicht vier? Ja. Oh, Entschuldigung. Ich habe wieder die falsche Taste gedrückt. Harz und Holz. So. Wie viel Harz brauchen wir denn? Zwei. Übrigens, seht ihr das? Seht ihr meinen roten Arm? Nee, nicht wirklich, ne? Ich habe einen Sonnenbrand. Aber ist ja normal bei mir. Wie war denn bei euch das Wetter? War auch in Ordnung, oder? Oh, warte mal, das muss ich hier schön eindrehen. Gibt es Gemütlichkeit? Das sieht wunderschön aus. So, jetzt gucken wir mal, was wir noch herstellen können. Wir brauchen da erstmal irgendwie ein Lagerfeuer, kann das sein? Nö, ich habe ja schon gebaut.
Oh, mit Edelholz baust du auch die Tische und Bänke und alles. Und Humbe. Ich glaube, das sollten wir in der Nacht machen. Ich glaube, Leute, das sollten wir sollten in der Nacht bauen und tagsüber looten. Was haltet ihr denn davon? Das ist ein guter Plan, oder? Das ist doch ein guter Plan. Eine Menge erstmal. Hallo Freak, guten Abend. Hallo. Schön, dass du da bist, na? Na. So. Findest du gut, finde ich auch gut. Ja, Mann, Freak. Prost. Aber ich glaube, es wird gerade Abend, oder? Nee, ist gerade hell geworden. Morgen. Warte, ich muss wieder meinen Mund suchen. Ich darf heute nicht so oft trinken mit euch. Es geht nicht. Grad. Ich muss einen großen Schluck jetzt nehmen. Weil sonst habe ich wieder so viele Haare im Mund. Ey, wie macht man das in Wirklichkeit? Nein. Oh ja, Matze, 28 Grad. Ja, ja, Hammer, ne? Heute gab es Gewitter. Ja, bei uns war Sturm gemeldet. Aber ich habe keinen Sturm gesehen. Der kam gar nicht so zu uns. Oh, warte mal, ich habe noch was in der Tasche. Bei uns war Unwetterwarnung und es kam aber nichts rum. Wir hatten Glück, quasi. Hallo, stolzer Opa! Juhu! Juhu! Ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende gehabt, auch mit viel Hitze. Wahrscheinlich war es schon ein wenig zu warm. Und ohne Sonnenbrand. Und ohne Sonnenbrand, ja. Ich hatte Fahrradtour gemacht, ihr habt ja das Bild gesehen. Also, nicht Karl-Heinz, sondern ich, ne? Und dann habe ich mich verbrannt. Wir haben bei uns keine Unwetterwarnung, wir haben Waldbrand, Warnstufe 4. Ich würde das öfter in dem Ort auf Fahrradtour machen, glaube ich. Was sollte ich machen? Was sollte ich machen? Öfter auch in der Kluft Fahrradtouren machen. Oh jetzt ja. In der Kluft, die du jetzt anhast, auch Fahrradtouren machen. Ich sollte Fahrradtouren anbieten. Mega. Hallo zusammen. Ich sollte einfach Fahrradtouren anbieten. Ja. Yeah, mit Karl-Heinz so auf Fahrradtour. Anja! Hi. Vielen lieben Dank für dein Prime-Sub im 32. Monat. Mega! Ein Troll bei mir. Magst du mich mal supporten? Ja. Dankeschön, Anja. Hallöchen. Mega. Oh, ich weiß gar nicht, wie weit ich gefahren bin. Insgesamt bin ich Fahrrad gefahren. Oh. Warte mal. 6, 7, 14. Ja, ungefähr 30 Kilometer bin ich gefahren. Alexander, mit dem Fahrrad. Ging gut. Oh, daneben. Ich bin heiß im Gesicht. Ja, nicht nur im Gesicht, Anja. Oh, wieder daneben. Noch ein Schlag. Schön.
Hallo Manuel, guten Abend. Juhu. Entschuldigung. Ich wollte gerade Zinn und Kupfer looten. Ich habe heute einen leichten Sonnenbrand im Nacken bekommen, als ich den Zahn von den Pferden freigelegt habe. Ja, ich glaub's dir. Heute war auch so extrem, ne? Es hat sich nicht so heiß angefühlt. Und dann war es aber trotzdem extrem warm, Maria, ne? Aber hohe UV-Strahlung. Oh ja. Oh ja. Ja, schön euch alle zu sehen. Dann nimmt der Montag doch gleich eine positive Woche. Doch, Wende, nicht Woche. Ja, Anja, Mann. Ja. So. Da, 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 da. Lederreste. Darf ich jetzt los? Steine habe ich auch noch. Du fühlst dich nicht länger ausgeruht. Schwupps. Bei uns sticht die Sonne halt extrem. Ja, die es ist ja so gewesen, ne? Früher haben die uns gesagt, Ozonloch und so, weißt du? Und jetzt reden die ja gar nicht mehr davon, Maria, weißt du? Aber das ist ja auch immer noch da, weißt du? Mir geht's gut, Manuel, wie geht's dir? Nee, nicht wirklich Steigungen, Alexander, nee. Das war eher eine Fahrt durchs Feld. Oha, Anja. Sehr gut. Kurz mal, wie ist denn bei dir die Performance? Bei mir ruckelt's gerade ganz schön. Nee, bei mir ist knicks ruckelig. Okay. Gar nicht. Annika? Annika. Manuel, ich stoß gleich mit dir an. Ich muss erst mal dann meinen Mund wiederfinden. Hört sich auch komisch an, gell? Das noch? Du willst aber wissen, mein Freund, ha? Du willst es auch wissen? Spür ich. So. So, Dololo. Also, ich habe natürlich auch weitergemacht mit Federn farmen, ne? Müssen wir natürlich auch noch machen. Weil das wird unsere nächste Geschichte werden, dass wir auch bald Feuerpfeile und alles Mögliche brauchen. Ei, gute D-Max! Welch fesches Wikingerbraut sitzt denn anstelle der Chefin? Das ist Karl-Heinz. Servus! Was beim Radfahren versuche ich mir meistens die Oberschenkel, sieht man dann immer in den Radhosen. Ja, ich habe auch so Fahrradradhosen verbrannt, ja. Ich habe gerade die Aufnahme von Karl-Heinz gesehen. Mein Gott, bei sowas muss man doch vorwarnen. Ich war gerade am Trinken. Oh, eine Runde Köstritzer Kirschbier von Alexander auf dem Stammtisch. Dankeschön. Lecker. So, Moment. Das ist auch kein Zinn. Ich habe ja eigentlich schon alles abgefarmt. Hier abgefarmt, was Zinn angeht. Unsere Fleischkiste ist voll. Ja, musst du nebendran reinmachen. Ich habe nur gemerkt, ich bin nicht sehr begabt, Federn zu farmen. Leider.
aber eigentlich nur Bogenschießen, oder? Aber jetzt mal ohne Mist, eigentlich machen wir es ja nicht richtig, ne? Eigentlich müssten wir die Dungeons erst looten, um die Portale zu bauen. Und dann ist es sinnvoller, ja, Zinn zu farmen, oder? Oder denke ich falsch? Obwohl, Zinn kannst du ja nicht durch die Portale schleusen, ne? Also es ist ja eigentlich Jacke wie Hose, ne? Ich glaube, die ganzen Rohstoffe kann man ja eh nicht durch die Portale mitnehmen. Aber eventuell sollten wir uns mal daran machen, ein großes Bootchen zu bauen, weil im Boot können wir ja dieses Kram transportieren und dann können wir ja mal die Küste abschippern. Ja. Und dann sehen wir ja auch Dungeons. Ja. Vielleicht sollten wir damit mal beginnen. Ja. Und unser Boot bauen. Und den Händler. Ich mal gucken, was so ein Boot kostet. Und den Händler. Sag mal, brauchen wir eher Kupfer oder Zinn? Wir brauchen eine Werkbank. 80 Bronzenägel. Also wir haben... Lanari, hallöchen, guten Abend. Juhu. Wir brauchen 2 Kupfer und 1 Zinn, glaube ich, um Bronze zu bauen, wenn mich nicht alles täuscht. Also brauchen wir auf jeden Fall mehr Kupfer, aber ist egal. Treu bei mir, wo ich Kupfer abbaue gerade. Das ist aber zu weit weg. Also Hilfe. Ich muss auf mein Loch raus. Mama. Ja, Moment, ruhig. Ja, komm zu mir. Ja, glaube ich. Ja, komm zu mir. Ich bin auf dem Weg zu dir. Mal gucken, ob ich es rechtzeitig schaffe. Ich habe noch Pfeile. 30 Stück. Würde für einen Troll reichen. Ah. Angegriffen von Viechern hier. Im Weg. Musst du klar? Brauchst du wirklich Hilfe oder kriegst du das hin? Der Troll ist gerade weggelaufen. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich jetzt auf dich warte. Federnfarm geht am besten bei Regen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bei Regen? Vögel dann nass und können nicht so schnell weg, oder was? Ja, Grin. Sag mal, hört der Troll das eigentlich? Weil der immer dann zurückkommt, wenn ich Stein, also Kupfer abbaue. Der hört das, glaube ich, ne? Kann das sein? Ja. Guck mal. Oh, der ist aber schön behaart, Leute. Oh, ist der schön behaart. Ich bin mir nie sicher, ob ich ihn getroffen habe. Ich glaube, ich treffe den nicht, ne? Das hört der echt, Lanari? Oh, nee. Ja, dann kann ich hier noch ewig stehen, ne? Der Troll ist bei weitem nicht so schön behaart wie du gerade. Ich bin weiterhin auf dem Weg zu dir, ich habe nur gerade ein bisschen. Geil. Oh, das wusste ich aber auch noch nicht, Leute. Das ist ja interessant, dass der mich hört. Hört er das auch, wenn ich laufe? Oder nur, wenn ich wirklich laut bin? Na, ich glaube, diese Funktion, dass man schleichen kann, wird es wohl nicht umsonst geben, oder? Ich habe gedacht, nur für den Boss. Weißt du? Am Ende. Ja, der hört das. Das stand auch auf einem der Steine. Ah, okay. Haben wir ja wieder sehr aufmerksam gelesen. Ja, ich habe gedacht, das sind so Metaphern. So, jetzt bin ich bei dir. Alter. So im übertragenen Sinne, dass der halt alles Mögliche hört halt, ne? So, ich stoße jetzt erst nochmal mit euch an. Manuel, Alexander und Lanari, Prost! Ja. Weidinger,
Hallo. Oh, ist ja ein Kupfervorkommen. Ja. Aber wenn wir jetzt kloppen, dann kommt der zurück, der Troll. Achtung. Gleich kommt er, Digga. Ja, der macht man halt platt. Aber wenn die Uschi da ist, kommt er nicht. Meinst du? Oder siehst du ihn gerade irgendwo? Ja. Ja, ich sehe ihn. Er läuft direkt auf dich zu. Ja. Ja, dann. Lass mal schön daneben schießen. Ja, lass mal stehen, Junge. Soll ich nochmal kloppen, dass er kommt? Ja, klopp ruhig. Ich bin ihm auf den Fersen. Ah, oha, Manuel, sehr gut. Oh, jetzt hat er die Uschi gesehen. Jetzt hat er die Uschi gesehen. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ah, kann er ja ruhig. Aua. Oh, da hast du aber schon gut down gemacht. Alla. Ja. Ist ja voll der Profi. Nimmst du oder nimm ich? Kannst du ruhig nehmen. Ich chill erstmal eine Runde. Ich muss mich mal ein bisschen regenerieren hier. Okay. Dann guck mal, dann kannst du bestimmt noch ein bisschen Kupfer mitnehmen. Ich muss mal gucken, dass ich dann nicht gleich überfüllt bin. Die Steine, die werfen wir vielleicht weg. Ja, auch schon recht voll, aber wenn geht noch. Okay, geil. Ja, Steine kann man wegwerfen, stimmt. Ja. Oh, Gwen und Jens gezählt. Ich will die Steine halt irgendwie auch nicht wegwerfen. Weil ich weiß, wir werden die irgendwann brauchen. Wir haben doch genug im Lager. Aua. Ja, aber... Boah, so ein Einser Krautzwerg. Aua. Ich bin leider schon voll. Was ist denn das hier? Krautzwerg? 10 Steine. Brauchst du Hilfe oder ist das hin? Nö, nö. Wird schon wieder dunkel, ey. Du bist auch voll, ne? Ja, dann gehen wir zurück. Ich glaube, einmal kriege ich noch raufkloppen, aber es bringt jetzt auch nichts. Mal zurück. Ich laufe hier lieber nochmal durch, dann nehme ich nochmal ein bisschen von dem ganzen Müll. Oh, ein Skelett! Nimm mal den. Oh, kannst du noch Knochen aufnehmen oder bist du inventartechnisch voll? Weil ich kann leider nichts mehr aufnehmen. Du hast wahrscheinlich schon aufgenommen. Ich bin richtig voll, aber ich kann Steine noch mal wegnehmen. Steine wegnehmen. Nee, du hast schon aufgenommen anscheinend. Auf der Hand jetzt. Ist alles gut. Okay, dann ist okay. Ja. Hallo Bubble Pixar, moin! Juhu! Nein. Welch Rotwurst streamt denn da? Ja, Mann. Gwen, danke für 857 Stunden. Oi, 857 Stunden. Das ist natürlich geil. Das ist ja genau auf den Punkt. Wieder Punktlandung gemacht, die Gwen. Ah.
sieht Sensi. Manuel, danke für 194 Stunden. Dankeschön. So, dann gehen wir mal schnell wieder nach Hause. Und dann könnten wir ja eigentlich... unser Bötchen bauen, ne? Ja, wenn wir genug Nägel zusammenbekommen. Wir brauchen 80 Bronzenägel, oder wie die Dinger heißen. Weil ich glaube, du kriegst aus einmal Bronze irgendwie 20 Nägel raus. Das ist ja ähnlich wie mit Pfeilen. Leute, hört auf den Wahrsager. Der Wahrsager hat recht. Karl-Heinz wird nicht mit... der Chefin den Platz tauschen. Das wird nicht passieren. Baltram, moin, hallöchen, juhu. Ich sehe nicht gesund aus. Doch, doch. Ich bin richtig gesund. Alexander, danke für 653 Stunden. Dankeschön. So. Home sweet home. Ja, Mann. Sieht man, gell? Home sweet home. Gucken, ob ich den noch mitnehmen kann. Nee, kann ich nicht. Der spawnt ja nicht weg. Das ist wirklich... so. Nice. Bad mit meinem so, meiner, Feuerstein meiner Doppelhand-Schlagwaffe. Fünf von diesen Steinewerfern auf einmal platt gemacht. Ach, hör doch auf. Oh, nicht schlecht. Das ist natürlich geil. So. Trophäen haben wir auch. Samen. Nee, da gehört nicht das Samen rein. Edelholz. Habe ich Edelholz mitgenommen? Nee, auch nicht, ne? Trophäen, Trophäen. Hier ist noch Schatz drin. Der kommt da rein. Ach so, ja, wir müssen ja... ach, genau. Wir müssen ja die Trolle machen. Wegen dem Händler. Wir müssen ja die Trolle machen wegen dem Händler. Warum? Das, ja, weil der doch Geld will. Ist da der Zusammenhang? Ja, beim Händler musst du doch mit Geld bezahlen. Ah, okay. Sonst kriegst du nichts. Ja, ja, ja. Weißt? Weißt? Tschu. Stammtisch. Ja. Schinkenhackröchen mit Nudeln, Bier und Sekt. Oi, Baltram, dankeschön. Eine Runde wird spendiert von Baltram. Greif zu. Geil. So, das kommt da rein. Das kriegen wir wahrscheinlich hier noch unter. Karottensamen, Leute. Oi, jetzt wird hier angestoßen. Geil. Warte, warte. Karottensamen. Haben wir nämlich auch schon ein bisschen. So. Dann gehen wir mal hier rüber. Mal gucken, ob ich jetzt hier die Steine schon verbauen kann. Nee, kann ich nicht. Dann schmeißen wir sie wieder da rein. Aber hier kann endlich das Zeug rein. Das kommt da rein. Das kommt hier rein. Den Rest kann ich auf der Hand halten erstmal, ne? Jetzt wird angestoßen! So. Das sieht schon ultra gemütlich aus. Also auch wie du das Dach gebaut hast hier, Uschi. Mega.
Baltram, Manuel, Jens, Fuchsgang, Pumaflora und Gwen. Pro!